Ist denn so eine Biopsie nicht gefährlich? Ist es nicht gefährlich, in den Tumor so reinzuschneiden, sage ich jetzt mal, in dem Sinne, dass der womöglich dann in die Blutbahn streut oder so? Ja, das ist eine Frage, die man natürlich wissenschaftlich auch untersucht hat. Denn das ist ja wesentlich, wir wollen ja beim Prostatakrebs die Diagnose stellen, wir wollen das ja diagnostizieren, wir wollen ja nicht irgendwie zur Verbreitung des Tumors beitragen. Es gab Untersuchungen in der Richtung, dass man eben diese Tumore markiert hat, radioaktiv markiert hat, geschaut hat, ist dadurch eine Zellaussaat eben in den Körper möglich durch die Gewebeentnahme. Und Gott sei Dank kann man sagen, dass also keine Zellaussaat durch eine Biopsie vorgenommen wird. Das Risiko in dieser Richtung eben praktisch gering ist, beziehungsweise wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden konnte, Gott sei Dank. Aber es gibt andere Risiken bei der Biopsie. Es gibt nämlich das Risiko der Blutung, der Nachblutung, das Infektionsrisiko, eben bis hin zur schlimmsten Form der Infektion, nämlich zur Sepsis, also zur Blutvergiftung. Deswegen ist man sehr, sehr vorsichtig. Also was man immer abklären muss im Vorfeld ist, ob der Patient Gerinnungsstörung hat, ob er blutverdünnende Medikamente wie zum Beispiel Acetylsalicylsäure, das also in verschiedenen Medikamenten ist, um eben das Blut zu verdünnen, vorliegt. Denn diese Medikamente müssen unter Umständen vorher reduziert oder abgesetzt werden. Wesentlich ist eben auch hier eine Gerinnungsanamnese zu machen. Kriegt man leicht blaue Flecken oder hat man schon mal verlängerte Blutungszeiten gehabt, wenn der Zahnarzt einen Zahn gezogen hat oder wenn man sich mal geschnitten hat. Das sind ganz wesentliche Fragen, die im Vorfeld geklärt werden müssen. Dann, um das Risiko einer Infektion zu senken, machen wir es immer so, dass die Patienten bereits vor der Untersuchung und auch eben einige Tage dann nach der Untersuchung Antibiotika einnehmen, um eben schon während der Gewebeentnahme möglicherweise austretende Keime schon sofort abzutöten. Also Keime, die in dem Fall aus dem Darm dann zum Beispiel auch eben verschleppt werden ins Gewebe, in die Blutbahn, dass hier keine Infektion entsteht. Und das Risiko für einen Infekt ist Gott sei Dank auch relativ gering. Mhm. Wenn es sachgemäß durchgeführt wird, muss man sich keine großen Sorgen machen. Genau, aber man muss es eben wissen und man muss eben, wenn ein Infekt entsteht, letztendlich auch sofort ärztliche Hilfe aufsuchen und darüber muss der Patient vorher aufgeklärt sein. Das ist ganz wesentlich. Ist das denn nicht sehr schmerzhaft? Wir führen die Untersuchung in der Regel in einer lokalen Betäubung durch. Das ist so eine Betäubung ähnlich wie beim Zahnarzt. Das heißt also, die Region wird betäubt und dadurch ist die Untersuchung eigentlich relativ wenig schmerzhaft für den Patienten. Da spürt er einen gewissen Druck, aber jetzt keinen richtigen Schmerz. Auf besonderen Wunsch können Untersuchungen eben auch in einer Kurznarkose durchgeführt werden, aber in der Regel reicht wirklich eine regionale Betäubung, eine Lokalanästhesie. Mhm. Was muss ich denn nach der Untersuchung beachten, wenn es nachblutet? Ist das dann normal? Leichte Nachblutungen sind normal. Dann muss man unter Umständen etwas mehr Flüssigkeit auch zu sich nehmen, um die Ausscheidung auch zu erhöhen. Größere Blutungen bedürfen eben einer Kontrolle. Dann muss der Patient zum Arzt oder eben sogar in die Klinik gehen, um das eben abzuklären. Fieber, eben Blutungen, das sind abklärungspflichtige Dinge, die dann eben im Nachhinein dann geklärt werden müssen. Da sollte man hellhörig werden und dann lieber nochmal zur Sicherheit. Das ist also ganz wesentlich. Ja. Mhm.